Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video und natürlich wieder ein Food Diary, Freunde, wie soll es anders sein? Ich habe euch wieder 4 Tage lang durch meinen Food-Alltag mitgenommen und ich muss euch wirklich sagen, ich liebe die Food Diaries auch so sehr zu filmen, euch einfach voll zu labern, mein Essen zu zeigen. Ich habe meine Passion gefunden, sage ich euch. Falls hoffe ich natürlich, dass ich euch inspirieren konnte. Ich habe auch einige neue Sachen ausprobiert und ja, würde auf jeden Fall sagen, schnappt euch auf jeden Fall was zu essen. Das machen auch schon die meisten von euch. Sehr, sehr schlau. Ich will jetzt nicht angeben oder so, aber ich glaube, das Food Diary wird auf jeden Fall hungrig machen. Deswegen holt euch am besten jetzt irgendwas zum Snacken, zum Abendessen, irgendwas. Und dann werden wir jetzt gleich zusammen fooden, was das Zeug hält. Und genau, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei. War doch gut, dass es nochmal befeuchtet wurde, oder? Weiß nicht, ob das noch richtig gemacht hat. Natürlich. Ach du, kein Problem. Wir haben mich beide schnell gegessen. Zu viel Heidelbeeren existiert nicht. Thank you. Guten Morgen von mir und meiner, also es ist ja hier mehr als voluminös. Mein Bruder und ich haben uns gerade, beziehungsweise ich habe uns die Brötchen in den Backofen getan, weil das letzte Mal, als mein Bruder die Aufgabe hatte, sie ihm verbrannt. Deswegen übernehme ich das jetzt lieber. Bei uns sind nämlich noch Brötchen vom Vortag übrig geblieben. Wir hatten nämlich gestern ein Sonntagsbrunch und hatten einfach zu viele Brötchen gekauft, aber war nicht schlimm. Jetzt habe ich sie auf jeden Fall zum Frühstück auch mal ganz lecker, weil ich eigentlich echt nie Brötchen esse. Von daher freue ich mich jetzt auf das Frühstück. Alles, wie ihr seht, auch deftig. Ich kann es selbst nicht glauben. Gut, ich habe mir hier noch Heidelbeeren hingelegt, aber ihr habt ja meine Mama gehört, die müssen weg. Genau, jetzt erstmal zu den Brötchen. Ein Brötchen mit Veggie-Wurst. Habe ich auch schon länger nicht mehr gegessen, finde ich, aber auch jetzt wieder ganz lecker. Ist, glaube ich, mit Gurke noch da drin. Dann eine Scheibe Käse und 3 gefüllte Oliven. Natürlich in grün. Schwarze Oliven kommen mir nicht ins Haus, wirklich. Also da kriege ich einen Brechanfall. Und ich liebe es. Kräuterbutter mit Brötchen. Feiert das auch jemand? Ich finde das übel geil. Also ich hasse ja Butter, das wisst ihr. Aber Kräuterbutter ist wieder was anderes. Also wo da die Logik ist, ich finde sie jetzt auch nicht, aber it's delicious und der Rest ist mir egal. So. Und das werde ich jetzt essen und dazu, wie gesagt, dann gleich noch ein paar Heidelbeeren schnabulieren. So, ihr Lieben, das heutige Mittagessen wird auf jeden Fall bunt und gemüsereich, wie ihr seht. Es gibt nämlich heute eine orientalische Gemüsepfanne. Wir lieben allgemein hier diese Biofix-Gemüsemischung, weil die echt sehr, sehr lecker sind und jetzt auch nicht besonders zuckerhaltig sind oder so, sondern die sind echt richtig gut. Da haben wir meistens immer unsere Gemüsemischung her. Die haben wir immer beim Teegut gekauft, also sehr, sehr lecker, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Können wir aber, bevor wir loslegen, diesen lilanen Blumenkohl mal kurz hier appreciaten. Wie gut sieht der bitte aus? Ich finde das so cool. Das werden wir jetzt machen und dann gleich essen. Und das trifft sich gut, denn ich habe wieder Hunger. Haha, wer hätte es gedacht? Das ist jetzt das fertige Endergebnis. Ganz unten ist jetzt Naturreis und an der Seite habe ich es hier ganz süß angerichtet. Ist das orientalische Gemüse. Es riecht auch echt richtig, richtig lecker. Und in der Mitte sind noch Cashews für die nötigen Proteins. Ihr wisst, ich liebe wirklich diesen Pudding. Ich hatte den mal in meinem Food-Neuheiten-Video im vorletzten gezeigt und der war so unfassbar lecker. Dass wir den wieder da haben, richtig, richtig cool, hat mein Stiefpapa gekauft. Vanille und Schoki. Aber ich bin Team Schoki, weil der mir damals auch so lecker geschmeckt hat. Bleibe ich jetzt erstmal bei dem. Ich finde das so krass, wie cremig dieser Pudding ist, obwohl er vegan ist. Finde ich wirklich richtig, richtig cool. So, meine Lieben. Ich habe ja noch meine Sonnenbrille auf. Ich mache mir jetzt Abendessen. Und zwar soll mein Food Diary ja schon einerseits inspirieren, aber andererseits soll es ja auch realistisch bleiben. Das schreibe ich ja mal oben fett drauf. Deswegen bleibe ich dem Titel auch treu. Wir sind heute realistisch und machen uns quasi heute Reste vom Mittagessen. Und zwar ist noch ein bisschen was über von der orientalischen Gemüsepfanne. Ist nicht mehr viel.
Also das ist quasi noch übrig geblieben, also legit nur die Süßkartoffel. Irgendwie kam die nicht so gut an bei der Fam, aber ich liebe ja Süßkartoffel. Von daher werde ich mir das einmal machen. Dann hatte ich letztens mit meiner besten Freundin zusammen gekocht. Und da hatten wir noch Schnitzel übrig. Und das werde ich mir jetzt auch noch gleich mit anbraten. Und Salat gibt es auch noch dazu. Hatten wir auch noch über. Also wirklich heute richtige Resteverwertung. Oh, unsere Spülmaschine läuft gerade. Ja, das wird heute mein Abendessen. Ich freue mich sehr drauf. Ihr wisst eigentlich, ich hasse Resteessen, aber das ist ein geiles Resteessen. Also da freue ich mich schon sehr doll drauf. Zeige ich euch gleich, wenn es fertig ist. So, ihr Lieben, der Teller ist sehr vollgepackt mal wieder. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Mal ganz, ganz viel Salat. Dann, wie gesagt, die Reste von heute Mittag. Grüne Soße, weil grüne Soße einfach so unfassbar lecker ist. Habe ich, glaube ich, im Food Daily noch nie gezeigt, oder? Aber ich liebe grüne Soße. Und das gute Schnitzel. Das andere ist noch drüben. Gucke ich mal, ob ich das noch packe. Aber erstmal werde ich das essen und da freue ich mich jetzt wirklich sehr drauf. Ich versuche das hier mal gerade für euch noch erkennbar zu machen. Ja, da war der Hunger wieder ein bisschen schneller. Ich habe voll vergessen zu filmen. Jedenfalls habe ich mich hier gerade an die Fake Tooks rangemacht. Da hatten wir zum Glück noch eine Packung über. Sind ja zum Glück immer wie vier Packungen drin. Ja, die habe ich mir jetzt direkt mit nach oben genommen und auch schon direkt verputzt. Das geht ja super schnell. Und jetzt brauche ich noch was Kleines Süßes und zwar mein geliebtes Less and Tasty Eis. Ich glaube, es ist wirklich so ein Mittelding. Viele hassen es, viele lieben es. Ich bin einer, der dies lieben. Irgendwie, ich kriege da zum Glück keine Bauchschmerzen von und ich finde es einfach wirklich super, super lecker. Also deswegen nur an die, die es noch nicht gegessen haben und auch keine Bauchschmerzen bisher erlitten haben, können das gerne mal ausprobieren, weil ich finde das eigentlich voll lecker. Genau, das gibt es nämlich beim Aldi. Wirklich kann ich sehr empfehlen dafür, dass es ein Less and Tasty ist. Mag ich echt sehr gerne. Werde ich jetzt auf jeden Fall auch noch essen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade wirklich aus dem Bett gehüpft, wollte jetzt Sport machen, habe mich auch schon in mein Sport-BH geworfen. Aber das muss ich jetzt warten. Meine Mama kam jetzt gerade vom Bäcker und die hat mir was richtig, richtig Leckeres mitgebracht. Wirklich, also einfach nur delicious. Ich zeige es euch, deswegen frühstücke ich jetzt erstmal ganz schön und dann wird irgendwann Sport gemacht. Also das hat jetzt keine Priorität. Und zwar, die Sonne scheint auch schon so drauf. Und zwar hat sie mir richtig, richtig süß so eine Brezel mit Mozzarella überbacken und Tomaten und ganz viel Kräuter mitgebracht. Ihr wisst, ich liebe Brezel. Ihr wisst, ich liebe Mozzarella. Also die perfekte Kombi. Ich habe das noch nie gesehen. Also das wird wahrscheinlich das öfteren mal vorkommen. Also richtig, richtig geil. Bin so gespannt drauf. Dann habe ich mir jetzt noch schnell eine Brotscheibe geholt. Die ist auch noch richtig schön warm. Da werde ich jetzt noch gleich Kräuterbutter drauf machen. Finde ich auch richtig geil. Brot mit Kräuterbutter. Ich freue mich jetzt eh auf die Grillsaison, weil ich auf alles auch Kräuterbutter haue. So geil. Und was Süßes muss natürlich auch noch dazu. Ne? Ihr kennt's. Da habe ich jetzt heute auch mal hier so ein Grieß-Dessert. Ohne Proteins. Einfach mit der vollen Ladung Zucker. Den werde ich mir jetzt genehmigen und ein Gläschen Wasser. Und das ist jetzt mein Breakfast for today. Ich mache mir jetzt mal wieder, wir hatten sie wirklich auch am Wochenende nie. Also am Wochenende nehme ich euch ja meistens nicht mit durch die Food Diaries. Aber selbst da hatten wir keine Wraps mehr gegessen. Wirklich seit über 2 Food Diaries nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mir auf jeden Fall schon. Deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder rein, weil ich habe sie wirklich jetzt sehr vermisst seit der letzten Zeit. Deswegen werden wir uns da jetzt ranmachen. Ich freue mich sehr. Übrigens, weil ich gerade mein T-Shirt sehe, wie findet ihr das? Ich finde übrigens ja richtig out of the context, ne? Aber ich finde es nämlich immer voll süß, wenn ihr was zu meiner Kleidung schreibt. Wirklich, weil ich bin immer so, oh, das gefällt dir, Wappen, freut mich. Und das finde ich irgendwie auch mega nice, ne? Ich feiere es richtig. Ich liebe es, dass jetzt so diese lockeren Sachen kommen. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle es richtig. Ich mag das voll so. Ich bleibe noch immer in den Sachen, auch wenn ich sie dann draußen anhatte und reinkomme. Normalerweise würde ich dann immer so ein enges Oberteil direkt ausziehen und dann so einen Schlabberschritt anziehen. Aber jetzt habe ich das einfach immer an. Voll cool. Ich hoffe, das bleibt lange. Und wenn nicht, ziehe ich es trotzdem noch an. Okay, jetzt zurück zum Food. Ich glaube, diejenigen, die jetzt hier nach Essen suchen, sind sehr verwirrt, warum ich jetzt meine Klamotten zeige. Wir machen jetzt Essen. Freunde, ihr seid einfach nur der Wahnsinn. Und ich bin einfach nur ein Lappen. Ich fand das gerade sehr cool, dass es ein W war. Hatte ich noch nie. Hier übrigens noch ein W. Fällt mir auch direkt was ein. Ihr seid wunderschön, wie ihr seid. Fleisch für die Fan. Vegetarische Frikadellen für mich. Ich werde da jetzt auf jeden Fall gleich Philadelphia, wie immer. Frischkäse brauche ich immer unten bestreichen. Der ist auch relativ neu, glaube ich. Irgend so ein Hanf. Pesto-Frischkäse. Dann natürlich meine Frikadellchen. Die mag ich echt richtig, richtig gerne. Genauso wie die Wiener Würstchen. Ein paar Soßen. Wir waren heute zu voll, irgendwas an Hummus oder so anzurichten. Aber ich mag eh Curry-Ketchup gerade so, so gerne. Wirklich gerade mein All-Time-Fave. Seit dem Grillen für mich entdeckt. Dann gibt es dazu noch Mais, Tomaten, Paprika und noch ein bisschen Salat. Ist halt selber schaubar, aber geht schnell. Sehr, sehr lecker. Und jetzt warten wir gerade noch auf das Fleisch der Fam. Sieht jetzt vielleicht nicht sehr lecker aus, aber schmeckt auf jeden Fall gut. Und das werde ich mir jetzt genehmigen.
Snacking Time. Ich muss dazu nicht mehr viel sagen, oder? Ihr wisst, dass ich das mittlerweile sehr, sehr liebe. Ja, das werde ich mir jetzt gönnen mit einem großen Löffel, weil wir wieder keinen Teelöffel haben. I like it. Ach, und die Mausi, gell? Hast auch den Kühlschrank gehört. So, ihr Lieben, wir haben uns heute richtig fett gegönnt zum Abendessen. Richtig geil. Wie viel hat es gekostet? 64 Euro. 64 Euro, Leute. Für zwei Personen, wirklich, ihr wisst, ich bin eigentlich ein Sparfuchs, aber heute haben wir uns wirklich mal gegönnt, gell? Wir haben hier Edamames einmal in Spicy, scharf. Ihr wisst, ich liebe scharf. Dann so ein Karottensalat. Dann haben wir hier ganz viel Sushi. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Teilen wir uns auf jeden Fall. Und hier ist auch noch ein bisschen Sushi und diese, oh, ich kann es nicht aussprechen. Jause. Genau, ihr habt es gehört. Jause. Ich bin auch kein Profi. Doch, auf jeden Fall mehr als ich. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall essen. Ich richtig Bock drauf. Ja, hier habe ich auch schon zwei gegessen, den kannst du wieder nicht aushalten. Schlimm. Als Abendsnack gibt es jetzt hier noch so Kichererbsen-Chips. Und zwar mit Meersalz. Ich glaube, ich noch nie gegessen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube nicht. Und genau, war nämlich heute beim DM und hab die mal mitgenommen. Die haben mich heute tatsächlich angelächelt, obwohl es mit Meersalz ist. Die hatten aber auch nur die Sorte. Normalerweise hätte ich halt irgendwas mit Paprika oder so genommen. So ein bisschen, ne, ihr wisst, dass das da so ein bisschen mehr Pep ist. Aber die werde ich jetzt auf jeden Fall snacken. Dabei jetzt gleich was gucken. Ich weiß noch nicht was. Aber das ist heute der Abendsnack. Mal wieder was Deftiges. Knuspriges. Aber habe ich echt sehr, sehr Lust drauf. Guten Morgen, ihr Lieben. Für mich ist heute auf jeden Fall wieder Porridge-Time. Ihr wisst mittlerweile, es gibt, glaube ich, gar kein Food Dairy, in dem kein Porridge existiert, oder? Ja, ist es auch dieses Mal wieder. Natürlich gibt es ein Porridge. Und zwar habe ich mir, wisst ihr ja, im letzten Food Dairy habe ich mir endlose Sri Bias Porridge-Mischung gekauft. Und heute probieren wir mal Schoki zusammen aus. Ist ja wirklich schon sehr, sehr teuer. Deswegen würde ich einfach sagen, probieren wir jetzt in jedem Food Dairy ein neues Sri Bias-Geschmack, Richtung. Eine Mischung aus und heute machen da jetzt auch voll den Taste-Test draus, sage ich euch. Nächste Woche nehmen wir dann auch die letzte Sorte, das war ja noch exotisch. Aber jetzt heute mal Schoki, weil ich bin ein Schoki-Freund, das wisst ihr ja. Deswegen koche ich mir das jetzt mal auf und mache mir vielleicht noch einen Mikrowellen-Brownie obendrauf, damit es richtig schokoladig ist. Zu viel Schokolade geht nämlich nicht. Als erstes folgt immer der Duft-Test und das riecht auf jeden Fall geil. Und es riecht auch so richtig nach Dark Chocolate, also es riecht gar nicht so komisch, fake, süß, sondern einfach geil. Wow, danke Sophie. Das ist jetzt mein fertiges Schokoporridge unten drunter. Dann heiße Himbeeren natürlich. Leute, Brownie und Himbeeren sind wie Käse und Pizza. So das eine geht nicht ohne das andere. Oben drüber noch ein paar Kokosraspeln. Und genau, das werde ich mir jetzt auf jeden Fall genehmigen. Ja, hier auch ganz romantisch mit dem Laptop-Ladekabel. Hatte nämlich gerade schon eine Vorlesung. Aber das werde ich mir jetzt in Ruhe genehmigen. Guten Abo wünsche ich mir. Und ich gebe euch natürlich auch nochmal gleich ein Update, weil das macht Sinn, wenn ich euch was Neues zeige, dann ist es für euch irgendwie blöd, wenn ich dann dazu gar keine Review gebe. Also ich esse jetzt ein bisschen was davon und dann berichte ich euch. Nachtischtime. Ich liebe es. Haben wir so eine richtige Süßigkeiten-Schublade. Habe ich mir jetzt zwei Knoppers geklaut. Und ein Mr. Tom Tom. Lecker. Finde ich richtig delicious. So, ihr Lieben, zum Abendessen gibt es jetzt für mich hier ein Falafel-Wrap. Oh, da freue ich mich jetzt so sehr drauf. Mit Feta ist es noch. Und natürlich Knoblauchsoße. Und ich bin übrigens bei einer sehr guten Freundin, die hat sich hier die Pizza gegönnt. Hier mit Oliven, Peperoni, Muskel, Paprika. Werden wir jetzt essen. Freunde, an der Stelle, ihr werdet es lieben, was ich euch jetzt zeige. Ich zeige es euch da gerade schon, aber das sind die besten Apfelchips. Weit und breit. Freunde, ich habe schon wirklich von A bis Z alle Apfelchips probiert. Sei es im Aldi, sei es im Real, sei es von DM. Und die waren auch alle doch schon ganz lecker. Aber das sind die besten Apfelchips, weil das quasi nur getrocknete Elsteräpfel sind. Ihr wisst, wie sehr ich... Folgendes passiert. Und wirklich, man schmeckt den Unterschied. So hammermäßig. Also wirklich, die... Wirklich, für die lege ich meine Beine ins Feuer. Ich habe auch schon Freunde angesteckt mit denen. Die lieben die auch. Die waren auch so, Sophie, naja, ich weiß ja nicht. Und dann haben sie mir sie auch weggegessen. Also wirklich, das sind die allerbesten Apfelchips, die ich je gegessen habe. Code verlinke ich euch nochmal hier, weil wirklich, die müsst ihr euch holen. Sonst bin ich traurig. Wirklich. Holen. So, jetzt gucken wir aber modern. Family. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich stehe gerade schon am Herd, habe die Pfanne erhitzt. Und hatte heute Morgen mal wieder richtig, richtig Lust auf French Toast. Über 2 oder 3 Wochen nicht mehr gegessen. Und
Ja, jetzt wird wieder Zeit. Gar keine Frage. Deswegen werde ich mir das jetzt machen. Pfanne ist auch schon heiß. Ei habe ich auch schon vorbereitet. Und freue mich sehr. Übrigens finde ich das Hemd sehr cool. Ist allerdings nicht von Marane. Ich sehe nämlich auf Instagram, haben ganz viele Mädels das Hemd von ihrem Freund an. Aber ich habe es mir selbst gekauft, weil der Arne keine trägt. Aber ich finde das cool. Oh, da knackt schon wieder hier links und rechts. Oh, wirklich. Das ist jetzt mal ein fertiges Frühstück. Es sind ein paar mehr Toasts heute geworden. Aber auch nur, weil die wirklich sehr, sehr klein waren. Das sind nämlich die Original Golden Toasts und die sind irgendwie sehr, sehr viel kleiner als die vom Aldi. Deswegen sind es jetzt statt 4, 5 geworden. Aber ich habe auch wirklich großen Hunger. Eine Nektarine und ganz viel Vanille-Skier. Ja, und das werde ich jetzt essen. Ach so, und drüber ist noch Haselnussmus, Himbeeren und Frischkäse im Toast. Hallo Friends! Ich bin gerade in der Küche, habe gute Laune, denn ich habe gerade Sport gemacht, ich war gerade laufen und freue mich jetzt endlich auch Essen zu machen, denn wirklich das Schlimmste ist, wenn man auf der halben Strecke schon Hunger bekommt und das war heute der Fall. I don't know why, aber war unangenehm und deswegen mache ich mir jetzt ganz, ganz flott für mich alleine schnell ein Mittagessen. Und zwar hat meine Fam schon gegessen, ich war nämlich mit einer Freundin laufen, die konnte erst so spät. Wir haben es nämlich jetzt auch schon kurz vor 3, also kein Wunder, dass ich auch langsam Hunger bekomme. Es gibt auch jetzt was ganz Leckeres. Da hatte ich jetzt richtig Lust drauf. Und zwar Tortellini mit Gemüse. Natürlich gefroren, das weil ich wieder zu faul bin zu schneiden. Sahne dazu. Weißwein neuerdings. Wirklich, meine Freundin hat mich damit richtig geinfluenced, da Weißwein reinzumachen. Schmeckt wirklich viel, viel besser. Ich will jetzt auch das nächste Mal Rotwein in Veggie-Hackfleischsoße probieren. Denn ich glaube wirklich, das macht so einen riesen Unterschied. Und wirklich, also, ich hasse eigentlich Wein. Aber in Essen schmeckt das auf jeden Fall gut. Aber alles schmeckt mit Essen. Also, selbst der gute Wein, den ich immer eklig fand. Und genau, deswegen mache ich mir jetzt meine Tortellinis mit Parmesan, Sahne und Weißwein. Das ist jetzt das fertige Endergebnis. Meine Käse, Sahne, Weißwein, Tortellini. Und es riecht, Leute, wirklich unfassbar gut. Ich wünschte, ihr könntet durch dieses Video riechen. Es ist der Hammer. Wir sind gerade im Haushaltsraum. Und im Haushaltsraum sind besonders Sachen, die wir selten in diesem Kühlschrank essen oder große Sachen wie, Achtung, Kuchenform haben, dann passen die nicht in den anderen Kühlschrank rein. Und Freunde, ich gönne mir jetzt das wohl Beste auf diesem Planeten. Ihr wisst, Toffifee ist einfach nur geil. Jedenfalls, schaut mal bitte, was mir meine, eine meiner besten Freundinnen, wirklich, ich liebe sie dafür, vorbeigebracht hat. Toffifee. Ach, so geil obendrauf ist so Schokofrosting, ein Toffifee. Wirklich auch noch ganz unten ist auch ein Toffifee versteckt. So geil. Da gönne ich mir jetzt hier die beiden Süßen, weil müssen ja schließlich schleunigst gegessen werden, ansonsten gehen sie ja schlecht. Und das lasse ich mir doch noch zweimal sagen. Hello Friends, der Arne und ich waren gerade einkaufen und ich habe mir eine Brezel gegönnt. Richtig Bock drauf. Wie lange habe ich schon keine Brezel mehr gegessen? Gar nicht so lange her, aber trotzdem, ich habe wieder Lust drauf. Lecker. Hallo, hallo. Der Arne und ich sind gerade schon fleißig am Kochen, beziehungsweise wir sind gerade mitten in der Prozedur. Der Arne ist hier gerade fürs Schnibbeln zuständig. Ja, ich habe alles vergessen. Dazu verdonnert. Kann ich euch mal zeigen. Und wie hast du gemacht? Zucchini, Aubergine, gut. Ja, ein Würfel schneiden ist jetzt nicht so eine schwere Angelegenheit. Ah, da hast du trotzdem was zu meckern. Das stimmt nicht, das schneide ich raus. Ingwer, Tomate. Und zwar machen wir gelb, das fandst du ganz toll, hat er sich ausgesucht, ein Chicken-Erdnuss-Salat. Ja, so eine Chicken. Halt Chicken. Ah. Ja. Als Chicken nehmen wir nämlich heute Like Chicken. Aus Soja. Hab das, glaube ich, noch nie probiert. Bin mal sehr, sehr gespannt. Das haben wir auch vom teuren Teegut gekauft und nicht vom Aldi. Aber der Aldi hat da noch nicht so viel zu bieten. Leider. Sieht das nicht gut aus, ihr Lieben? Das ist jetzt das fertige Endergebnis. Salat, Avocados noch drauf, Tomate, Feta und wie gesagt, dieses Erdnuss-Chicken. Das werden wir uns jetzt
schmecken lassen. Guten. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Und genau, Wetter lässt ja leider wieder zu wünschen übrig. Es ist einfach nur nervig. Ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, dass ihr noch einen schönen Tag habt und eine schöne weitere kommende Woche. Und dann sehen wir uns auch schon am Freitag wieder zu einem neuen Video. Passt auf jeden Fall auf euch auf. Fühlt euch ganz doll von mir gedrückt, wirklich. Ihr seid die Besten. Muss ich hier nochmal an der Stelle sagen. Ciao.